Herzlich willkommen bei Affenhand. Wenn du 5 Tipps für bessere Double Unders brauchst, dann brauchst du ihn hier. Denn er zeigt dir jetzt 5 Tipps. Und bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, schau bitte, dass du unseren Kanal abonniert hast und auch die Benachrichtigung aktiviert. Dann verpasst du in Zukunft keine Videos und bleibst immer up to date. Double Under Tipp Nummer 1 ist, bleib locker. So einfach ist es manchmal. Wenn ihr zu verbissen an die Sache rangeht, dann klappt es einfach nicht. Double Under soll eine rhythmische, entspannte Bewegung sein. Und wenn ihr zu verbissen seid, dann klappt es nie, dass ihr wirklich mal mehr als 10 bis 20 am Stück macht. Also nicht das hier, sondern schön locker bleiben. Atmen, nicht verkrampfen in der Schulter, sondern wirklich mal durchatmen und dann erst loslegen mit den Technikübungen. Punkt Nummer 2 ist, die Ellbogen nicht zu stark beugen. Wenn ihr die Ellbogen beugt, tendiert man dazu, dass man die Seilbewegung aus dem Unterarm oder aus der Armbeugung erzeugt. Die Bewegung soll aber aus dem Handgelenk kommen. Deswegen die Armhaltung locker neben dem Körper. Das ist kein durchgestreckter Ellbogen, das andere Extrem ist auch nicht richtig, sondern lockere Armhaltung, sagt immer so, die Hände wie in die Hosentasche, und dann soll die Bewegung aus dem Handgelenk kommen und eben nicht so. Also, nicht so, ja, klappt auch nicht lang, sondern besser so. Tipp Nummer 3 ist restliche Körperhaltung. Manche tendieren dazu, beim Seilspringen sich nach hinten zu legen, groß zu machen, oder das andere Extrem, nach vorne zu liegen. Beides, die beiden Extreme, sind auch nicht zielführend, sondern, wie schon am Anfang gesagt, locker, normal, aufrecht, Seilspringen. Nicht so, nicht so, sondern so. Hier könnt ihr ordentlich atmen, verkrampft nicht und könnt vor allem konstante Sprünge machen. Nummer 4. Konstant springen. Das ist das A und O. Wie springe ich konstant? Locker aus dem Fußgelenk. Jetzt gibt es 2 Varianten, die klappen nicht so gut, sieht man aber immer wieder. Einmal die Pike-Position, das hier, oder der Frosch. Oder Prinzessin, Quatsch, Prinzessin habe ich schon mal gehört. Beides sind Sprünge, die könnt ihr nicht lange durchhalten. Ich habe jetzt ein paar gemacht, kriege schon keine Luft mehr. Das sind keine Bewegungen, die ihr wirklich konstant machen könnt für 100 Wiederholungen, weil einfach viel zu viel andere Muskelgruppen gebraucht werden. Besser, ihr springt aus dem Sprunggelenk mit einer geraden Körperhaltung. Nicht so, nicht so. Tipp Nummer 5 ist Fokus auf den Rhythmus. Rhythmus ist das Entscheidende beim Double Under Springen. Es gibt verschiedene Varianten, wie man da rangehen kann. Was ich persönlich nicht so super finde, ist die Variante, bei der ein Single Under springt, Double Under, wieder 2 Single Under, Double Under. Weil letztendlich habt ihr dann auch keinen schönen Rhythmus, wo ihr konstant immer die gleiche Sprunghöhe habt, sondern müsst immer wieder abbremsen von dem Ganzen. Deswegen so die klassische Übung wäre, ohne Springseil einfach zu üben, springen und zweimal klatschen. Sieht vielleicht nicht mega cool aus, aber es geht einfach darum, dass ihr lernt zu springen und in der Zwischenzeit zweimal die Unterarmbewegung zu machen. Nicht die Unterarmbewegung, sondern die Handgelenksbewegung zu machen. Das Extrem, wo man immer versucht, sehr schnell zu ziehen oder sehr hoch zu springen, ist auch wieder was, was ihr nicht rhythmisch konstant beibehalten könnt. Der Rhythmus ist, einmal springen, zweimal Handgelenk. Und jetzt, ja, ist eigentlich schon Tipp Nummer 6, ist üben, 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 aber nicht übertreiben. Ihr müsst schauen, vor allem jetzt, wenn ihr das noch nicht so gewohnt seid beim Springen, so die klassischen Verletzungen oder Überlastungen sind hier so Shinsplints oder das Sprunggelenk schmerzt, da vorsichtig sein. Sollt schon regelmäßig üben, also von einmal die Woche jetzt nicht so schnell besser, wie wenn er versucht, das Ganze 3-4 Mal die Woche zu üben. Aber
dazwischen Pausen die Zeiten einhalten und jetzt nicht meinen, eine Stunde durchgehend Seil springen zu müssen, sondern wenn ihr jeden zweiten Tag für 5, 10 oder 15 Minuten übt, dann wird es besser. Wenn ihr konstant dran bleibt, euch nicht überlastet, es nicht übertreibt, aber konstant arbeitet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, klick auf Abonnieren, schalt die Glocke an, bleibt dran. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, egal auf was für einen Kanal. Und denkt dran, clean bleiben.